wollte dich halt wirklich nochmal interviewen bezüglich der Geschichte, die du mir letztes Mal erzählt hast, weil ich sie einfach absolut faszinierend und verblüffend finde. Als wir in Italien angekommen, nach vielleicht einem Monat oder so, beide unsere Pässe sind abgelaufen. Es war auch nicht eine einfache Situation in der Welt. Dann der Tag, dass Maria sagt, ja, heute Abend, wir fahren, sie hat alle Tickets dabei. Hände, Füße raus, einfach von dir zugesprungen. Ich habe Fußball gespielt, David. Ich habe Tote gesehen, die sind tot und sie haben gestern mit mir gespielt.